herzlich willkommen hier auf die Miris und ich bin das süßeste Meerschweinchen auf ganz YouTube. Heute haben wir mal die Untergebenen von Mirifiziert losgeschickt, um nach Oregano und Speedy zu gucken. Und wie es denen so geht, das erfahrt ihr jetzt. Also viel Spaß mit diesem Video. Hallo ihr Liebenden, wir sind's, die Verrückten von Mirifiziert bzw. die Mirimaniacs. Ja, das sagte ich alles schon. Was habt ihr denn jetzt so gemacht hier? Schaut mal, wen wir in direkter Nachbarschaft gefunden haben. Lass mich raten, das ist Kümmel und Blitz. Die Oregano, die vielleicht besser Speedy geheißen hätte, und der Speedy. Ach Mann, ganz knapp daneben. Das ist also das Innengehege. Da sitzt auch schon jemand, der Hunger hat. Einer der Kumpanen. Das Ding ist mehrstöckig, ist verbunden von einer Etage zur anderen. In den Tagstunden können sie auch durch dieses Loch nach draußen ins Außengehege. Das zeige ich jetzt auch gleich kurz noch. Oh Mann, ey, da wird man ja fast neidisch. Ey, Chan, mach mal ein größeres Gehege. Und das sind die beiden Hunde, die ja auch noch leben. Das ist einmal die Holly, die Mollige hier vorne. Und da hinten, das ist die Emmy. Ich würde sagen, das sind Reittiere. Das ist schon mal der Wahnsinnsblick auf diesen wunderschönen Garten. Also so ein Glück muss man ja auch haben, ne? Und das ist dann dieses riesige Außengehege. Das ist der Kracher. So gut muss man es haben, echt. Chan! Du willst dir nicht zufälligerweise ein Haus kaufen? Eigentlich kannst du dir nur eine Holzhütte kaufen, das ist mir egal. Hauptsache, du hast einen ganz großen Garten für uns. Und man steht hier unter einem Wahnsinnsbaum. Es folgt der erste Versuch, die Tiere aus dem Innengehege zu kriegen. Schweinis! Aber die haben gemerkt, da ist was im Busch, der ist besucht, den wollen wir nicht. Ich sehe, sie besprechen noch die Weltherrschaft. Gute Meerschweinchen. Aber hier hält auch jemand Siesta, den habe ich schon entdeckt. So ein richtiges Osterhäschen, oder? Ja, das ist Bock. Super. Und wie man wieder einmal sehen kann, Menschen haben keine Ahnung von gar nichts. Weil das ist klar und eindeutig ein Zebra. Und dann können die dann hier lang. Tolle Unterschlupfe. Sogar ein halber Baum liegt hier. Wir leben also insgesamt zu 8 hier und es schmeckt. Frisch aus dem Garten. Hallo. Hauptsache Essen vorne rein, alles andere ist egal. Ja. Ich esse lieber. Ich esse lieber. Einen dicken Bock. Aha. Hey, was machst du denn? Was? Hey, was soll das denn sein? Ich würde sagen, die Reittiere sind nicht richtig unterworfen worden. Die klauen den Meerschweinchen ja das Essen. Da muss aber nochmal ganz eindeutig nachgearbeitet werden. Ja, jetzt aber. Schön. Das ist wie eine Dokumentation über Essen gucken. Da kriege ich immer Hunger. Mann, oh, jetzt habe ich Hunger. Was bist du denn? Ein Meerschweinchen. Ach, Petra, ernsthaft. Wenig los und so. Abends, so ab 7 Uhr, gehen die und besuchen die große Wiese zum Abendmahl. Die haben so viel Platz, dass sie gar nicht da hinten hinkommen, um alles wegzufressen. Ne? Ja. Also da steht immer noch die Wiese am höchsten. Vielen Dank fürs Interview, liebe Sabrina. Immer gern. Und wir essen jetzt Kuchen, ja? Ja, genau. Dann tschüss, winke, winke. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss und so. Ach Mann, jetzt bin ich ja schon ein bisschen neidisch geworden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass es Speedy und Oregano sehr gut geht. Wie es Blitz geht, ist ja wohl offensichtlich. Und weil ich genau weiß, dass ihr das jetzt sicher fragen wollt, ja, Kümmel geht es auch gut. Der lebt schön bei Julia und dazu kommt auch demnächst noch ein Video. Also einfach abwarten. Und wenn es euch gefallen hat, dann Daumen rauf, vergesst nicht zu abonnieren und so weiter und so fort. Ich wünsche euch alles Gute und man hört und stört sich. Bis dann!